Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um die Unverknüpfung. Die Unverknüpfung hat im einfachsten Fall zwei Eingänge und einen Ausgang. Wir sehen hier schon das entsprechende Symbol mit den beiden Eingängen A und B und dem Ausgang Q. Jeder einzelne Eingang kann den Zustand 0 oder 1 einnehmen und auch der Ausgang kann nur den Zustand 0 oder 1 annehmen. Bei der Unverknüpfung ist es nun so, dass der Ausgang Q den Zustand 1 einnimmt, wenn der Eingang A den Zustand 1 hat und auch der Eingang B den Zustand 1 hat. Daher der Begriff Unverknüpfung. In allen anderen Fällen ist der Ausgang Q gleich 0. Das Ganze wird häufig in Wahrheitstabellen dargestellt. Die Wahrheitstabelle enthält immer alle Eingänge, in diesem Fall A und B und auch den Ausgang Q und wird immer auf die gleiche Art und Weise ausgefüllt. Das heißt, ich gehe hierher und nehme die rechte Spalte der Eingänge, das ist in diesem Fall B, und fülle sie abwechselnd mit Nullen und Einsen auf. Anschließend gehe ich in die links daneben liegende Spalte und fülle dort die doppelte Anzahl von Nullen und Einsen auf. Also hier jeweils von Zeile zu Zeile gewechselt, von 0 auf 1. Hier sind es zwei Zeilen mit einer 0 und zwei Zeilen mit einer 1. Ich werde gleich bei drei Eingängen entsprechend vorgehen. Auf diese Weise habe ich nun alle Eingangskombinationen erfasst, die an diesen Eingängen vorkommen können. Weitere gibt es nicht. Und ich habe vor allem sichergestellt, dass ich hier keine Doppelungen drin habe. Nun, wie bereits gesagt, der Ausgang Q ist dann gleich 1, wenn der Eingang A 1 ist und auch der Eingang B gleich 1 ist. Das ist offensichtlich in diesem Beispiel nur an dieser Stelle der Fall. Das ist ja gerade das Verhalten der Unverknüpfung. Also kann ich alle anderen Fälle mit einer 0 auffüllen. Wenn ich eine Unverknüpfung mit drei Eingängen verwende, dann zeichne ich natürlich im Symbol entsprechend einen Eingang mehr ein, also in diesem Fall A, B und C und wiederum einen Ausgang, der wieder mit Q beschriftet ist. Wenn ich nun die Wahrheitstabelle vernünftig ausfüllen will, muss ich wieder alle Eingangskombinationen erwischen, die es gibt und daher fülle ich wieder die rechte Spalte abwechselnd mit 0. Das ist falsch gewesen, so, mit Nullen und Einsen auf. Die nächste Spalte bekommt doppelt so viele Nullen und Einsen von Zeile zu Zeile. Und die dritte Spalte von rechts gelesen für die Eingänge hat dann eben wiederum die doppelte Anzahl von Nullen und Einsen, also sprich in diesem Fall 4. Auf diese Weise erwische ich wiederum alle möglichen Eingangskombinationen und habe keine Doppelungen da drin. Außerdem ist es günstig, immer die gleiche Reihenfolge zu haben, da man auf diese Weise die Tabellen auf Dauer einfacher lesen kann. Die Unverknüpfung liefert am Ausgang Q eine 1, wenn der Eingang A 1 ist und der Eingang B 1 ist und der Eingang C 1 ist. Das ist wiederum nur hier der Fall in der letzten Zeile, also gibt es nur hier in diesem Fall eine 1 am Ausgang und ich kann wiederum alle anderen mit einer 0 auffüllen. Diese Wahrheitstabelle spiegelt das Verhalten einer Unverknüpfung mit zwei Eingängen wider. Diese Wahrheitstabelle spiegelt das Verhalten einer Unverknüpfung mit drei Eingängen wider. Wahrheitstabellen sind generell sehr nützlich. In diesem Fall jedoch beschreiben sie nur das Verhalten einer standardmäßigen Verknüpfung, die Unverknüpfung. Ja, das Ganze kann man dann üblicherweise auch noch so ausdrücken, wie ich das ja bereits getan habe, indem ich halt schlicht und einfach das wörtlich beschreibe. Der Ausgang Q ist gleich 1, wenn der Eingang A 1 ist und der Eingang B 1 ist. Das gilt also für den Fall, dass ich zwei Eingänge habe. Das Ganze könnte ich dann wiederum verkürzt auf diese Art und Weise aufschreiben. Der Ausgang Q ist gleich 1, wenn der Eingang A 1 ist und der Eingang B 1 ist. In diesem Fall spricht man von einer sogenannten Funktionsgleichung. Wie üblich in
logischen und mathematischen Zusammenhängen möchte man das Ganze möglichst kurz darstellen und daher gibt es für das und einen sogenannten Operator, also mit anderen Worten eine verkürzte Darstellung dieses Wortes und das sieht so aus, das ist also dieses Dreieck. Das sollten Sie sich unbedingt merken. Somit kann ich die Funktionsgleichung für den Fall, dass ich zwei Eingänge habe, auf diese Weise darstellen. Der Ausgang Q ist gleich 1, wenn der Eingang A 1 ist und der Eingang B 1 ist. Für den Fall, dass ich drei Eingänge habe, drückt man das dann so aus. Der Ausgang Q ist gleich 1, wenn der Eingang A 1 ist und der Eingang B 1 ist und der Eingang C 1 ist. Ja, das war's schon für die Unterknüpfung. Wenn das Thema für Sie neu ist, und davon gehe ich hier natürlich aus, dass das für Sie neu ist, sollten Sie sich das Ganze so weit ansehen, dass Sie das selber auswendig aufschreiben können. Also ich empfehle Ihnen hier dringend zur Übung, dass Sie das ganze Schema, was jetzt gerade auf dem Bildschirm zu sehen ist, selber auf ein Blatt Papier schreiben können. So üben Sie das am besten ein. Das wird sich jetzt einige Male wiederholen, weil wir uns noch eine Reihe von Unterknüpfungen ansehen werden. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, so würde ich mich über ein Like freuen und natürlich freue ich mich noch mehr, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Und ich danke vor allem für Ihre Aufmerksamkeit.